Die Berlin Open 2018 vom 14. bis zum 16. Dezember war es wieder soweit. In der Stadthalle Falkensee trafen sich über 430 Bogenschützen aus 30 Ländern, um sich bei einem der größten Bogenschießturnieren in Deutschland zu messen. Am Freitag und Samstag sind die Teilnehmer in 5 Qualifikationsrunden gegeneinander angetreten, um sich für die Goldfinals am Sonntag zu qualifizieren. Angetreten wurde in den Klassen Recurve Woman, Compound Woman, Recurve Man und Compound Man. Erstmals gab es auch eine eigene Klasse für die Parasportler, welche ebenfalls in Recurve- und Compound-Klassen angetreten sind. Schon während der Qualifikationsrunden wurde klar, dass die Gäste aus Südkorea angereist waren, um zu gewinnen. Die 4 Damen vom Team Daegu, welche allesamt in der Recurve-Klasse angetreten sind, setzten direkt ein Zeichen, indem sie klassenübergreifend die besten Qualifikationsergebnisse erzielen. Am Sonntag wurden dann die Goldfinals ausgeschossen. Männer- und Frauenklassen starteten jeweils vom 16. Finale aus, während es bei den Paraklassen direkt im Halbfinale gestartet wurde. Im Para-Compound konnten sich sowohl David Drahoninski als auch Marcel Pavlik gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Im anschließenden Goldfinale konnte sich Marcel Pavlik dann mit einem 145 zu 136 durchsetzen und gewann somit die Goldmedaille. Im Para-Recurve gewannen Mario Oehme und Andreas Kretzer ihre Halbfinals und traten dementsprechend im Finale gegeneinander an. Andreas Kretzer gewann nach der 3. Passe mit 6:0. Er holte sich die Goldmedaille. Im Compound Man sorgte Lars Klinger bereits im Achtelfinale für Aufsehen. Er spielte ein nahezu perfektes Spiel, in dem er in 4 der 5 Passen die Höchstpunktzahl von 30 Punkten erreichte und lediglich in der ersten Passe nur 29 Punkte holte. Dieses tolle Ergebnis brachte allerdings im späteren Verlauf des Turniers nichts, denn er schied im Viertelfinale aus gegen Sebastian Harmdorf. Harmdorf gewann dann auch noch das Halbfinale und traf im Goldfinale auf den Norweger Mats Haugseth, welcher das weiter im Finale gewinnen konnte. Das Finale fiel dann sehr knapp aus, denkbar knapp. Doch der Norweger konnte sich mit 146 zu 145 durchsetzen und somit die Goldmedaille gewinnen. Die Halbfinals der Recurve Men hätten knapper nicht sein können. Am Ende konnten sich sowohl Jonathan Vetter als auch der Niederländer Mitch Dielemans durchsetzen und trafen dementsprechend im Finale aufeinander. Johannes Vetter zeigte keine Nerven und gewann das Finale um Gold mit 7:3. Die Finals der Recurve Women waren eine Machtdemonstration der Südkoreanerin. Die 4 Spielerinnen gewannen ihre Matches in der Regel schon vor der letzten Passe. Dass es nicht 2 rein koreanischen Halbfinals gab, lag allein an Elisabeth Hartler vom SV Bavaria Tulba. Sie konnte sich im Viertelfinale gegen Seon Jung durchsetzen mit 7:3. Im Halbfinale musste sie sich Lee Yu A geschlagen geben, welche im Finale dann auf ihre Teamkollegin Yeon Yong traf. Yong gewann hier vorzeitig mit 7:1 und gewann somit die Goldmedaille der Recurve Woman. Bleibt noch die Kategorie der Wettkampf Recurve Woman. Da konnte sich im Halbfinale denkbar knapp die Engländerin Lucy Mason 146 zu 145 gegen die Norwegerin Rune Rydeland durchsetzen. Im zweiten Halbfinale gewann die Schwedin Anneli Andersson gegen die Polin Anna Stanicek 141 zu 140. Das Finale, die damit verbundene Goldmedaille, konnte sich Lucy Mason sichern. Mit 144 zu 140 geht der Titel nach England. Alle Medaillen vergeben waren, folgte die Siegerehrung, bei der Trophäen und Preisgelder überreicht wurden. Ein spannendes Turnier mit Bogensport der Extraklasse, kein Wunder bei diesem Weltklassefeld. Das neue Organisationsteam kann wirklich stolz sein.